So, wir machen jetzt den Teil 1 der neuen SBC, beziehungsweise eine neue SBC auf dem Kanal von einem alten, fortgeschrittenen Liga National Hybrid. Das gibt halt geile Packs. Wir haben in der letzten Folge Perisic gezogen. Finde ich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Perisic ist schon geil. Okay, ich muss jetzt erstmal einen Spieler kaufen. Machen wir jetzt zusammen. Dafür gehen wir auf den Transfermarkt. Wir gehen zu Spieler. Wir gehen in den Sturm. Ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Im Sturm machen wir die Liga. Kacke. England natürlich. Und wir nehmen natürlich Nationalität Spanien. Dann haben wir ihn zum Beispiel. Okay. Nimmt sich nicht viel. Machen wir 2-3, ist okay. Haben einen Spieler gekauft. Diesen Spieler machen wir Kacke hier rein. Mist. Das habe ich jetzt vergessen, dass ich die Spieler noch drin hatte. Gehen zurück in die SBC. Wieder auf fortgeschritten. Aktivieren das. Und machen wieder Herausforderer. Gehen in den Sturm. Hauen unseren Ayose Perez rein. Und haben Nationalitäten. Genau zwei Ligen. Genau drei Spieler mit derselben Nationalität. Maximal 6. Spieler aus derselben Liga. Maximal 6. Spielerqualität genau Gold. Und Teamchemie genau 100. Und wir fangen beim Torwart an und nicht beim Stürmer. Thomas Kraft 600. Wolf 800. Bender 800. Hübner 800, Platten hat 850, Bryce Mendes 550, Pere Pons 500, Dennis Suarez 450, Petrasa 500, Carlos Fernandez 600, Ayos Perez haben wir eben gekauft für 2-3, hätte man vielleicht auch billiger kriegen können. Schicken's ab, Herausforderer abgeschlossen, haben ein seltenes gemischtes Set, da gucken wir auch gleich mal rein, was es gibt. Weil diese Folge eh gesplittet ist. 12 Spieler, 4, nee, 12, 12 Spieler, 12 Seltener, aber 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze. Und ich muss Çalhanoğlu loswerden. Okay. Scheiße, scheiß drauf. Nimm die 640 mit. Lieber so wie gar nichts, hä? So. Die anderen drei werde ich wahrscheinlich dann zusammenlösen. Und jetzt erstmal hoffen, dass wir etwas ziehen. Auch mal 90er, vielleicht mal ein Mané oder so. Ich würde es feiern, aber das ist schon mal nichts, war Geiles. Aber es ist ein spanischer Torwart. Es ist von Manchester. Das ist De Gea, Mann! Das gibt es doch nicht! Alter! Jetzt habe ich was gezogen. Jetzt habe ich was gezogen, Mann. Ich habe De Gea gezogen. Alter, wie geil ist das denn? Ja, Mann. Immerhin 45k, ja, 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 ja. Okay, 41k, ich habe De Gea gezogen. Leute, ich bin baff. 40k. Icardi auch noch, was ist denn das für ein Pack, Mann? Icardi, Schmadi, Schmadi. 9000. Was ist hier los? In dem geilen Pack ist nichts drin und hier sind es gleich zwei Stück. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich trollen? Ja, wollt ihr das? Ich sag, geil, geil, geil. Ihr müsst jetzt schon das Video abonnieren, liken, weiterleiten, angucken, verbreiten und es einfach nur feiern. Geil, geil. So, zweiter SBC gelöst. Ich nehme jetzt meinen PODM-Spieler. Ich brauche den sowieso nicht. Da kann ich mir auch irgendeinen anderen hinstellen, ganz ehrlich. Ich krieg keinen Erstbesitzer, den ich brauche und so passt's jetzt. Deshalb für euch hau ich ihn jetzt einfach rein. Im Tor, Popi 750, Karstorp 500, McWare 7117, ganz schön teuer. Jones 600, Yuri Berchiquet 900,
600, nachher 400, Glasen 800, Kampagne 800. Müsst ihr aber einen Erstbesitzer reinmachen. Ihr könnt doch jetzt zum Beispiel irgendeinen von Bettys Erstbesitzer reinhauen. Es muss nur Erstbesitzer sein. Cordoba 2, ach, der ist zum Beispiel richtig teuer, weil es den einfach nur so wenig gibt. Ich wollte ihn trotzdem mal nehmen. Vekor 650. Warum will ich ihn nehmen? Einfach, weil ich mal neue Sachen immer wieder nehmen möchte. Und jetzt habe ich ihn, jetzt will ich ihn nicht loswerden. Deshalb weg mit. Premium Goldspielerpack. Ob wir jetzt wieder was Geiles ziehen? Sieht aber nicht so aus. Nee. Diesmal kein heftiger Workout. Wadi. Naja. Also es sind schon ein paar Spieler dabei, die was wert sind. Bisschen. Ich löse jetzt die dritte und dann sehen wir uns wieder. So, wir schließen jetzt den dritten Teil ab. Knifflig! Nationalitäten genau 6, Ligen genau 6. Spieler mit einer selben Nationalität maximal 3. Spieler aus derselben Liga maximal 3. Team-Gesamtwertung mindestens 81. Team-Chemie 90. Gibt ein Megapack. Kann ich gut gebrauchen. Ich bin nämlich am total umstellen. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Kostil 600. Caligiuri 700. Stambuli 850. Boli 750. Coates 1-2, der war am teuersten. Dia 650. Santi Cazorla hatte ich Erstbesitzer. Zaracho 650. Munian 1-1. Lopez 650 und Aduriz 850. Gibt ein Megapack. Mal gucken, was wir da kriegen. Bestimmt 30.000 sollte es ja eigentlich sein. Das ist das Wert des Packs. Kann mehr sein, kann weniger sein. Leider meistens. Ich hoffe auf irgendwas Geiles. Aber nichts. Nichts Geiles. Mal wieder. Die Enttäuschung ist groß. Politano. Die Enttäuschung ist groß. Ja. Mich da auf 30k kommen soll, weiß ich nicht. Es wird schwierig auf jeden Fall. Ich sage, bis gleich. Jo Leute, da sind wir wieder. Neue SBC FIFA 20 Content. Wir machen heute die nächste SBC fertig. Und zwar Liga Nation Hybrid habe ich jetzt auch fertig bekommen. Puzzlemeister hat uns noch gefehlt, den Rest haben wir schon. Ich habe nur noch nicht hochgeladen. Im Tor Pau Lopez 2300. Rechtsverteidiger Facio 850. Ah ne, ich habe drei Innenverteidiger. Rugani 1,9 und Blind 2000. Rechtes Mittelfeld Corona 800. Seri 400. Belhanda, Erstbesitzer. Ronny Lopez, 800. Wähler, 1800. Da haben wir ja die Player of the Month-Karte. Und Volcao, 2100. Macht eine billige Chemie. Aber die Teamchemie ist gerade kacke bei mir. Warum? Ich weiß. Also das ist jetzt das Team. Aus denen hier werde ich jetzt was machen. Und zwar werde ich euch jetzt 1:1 zeigen, wie man das macht, um jetzt die Teamchemie zu erhöhen. Es gibt jetzt natürlich einen kleinen Bug. Ich gehe jetzt 10-mal mit dieser Mannschaft in Squad Battles, mache dort ein Spiel gegen Paris, muss den Anstoß machen. Ganz wichtig ist, wenn ihr es nachmacht und nachbaut, geht in das Spiel, geht, macht den Anstoß. Der Anstoß muss gemacht werden, so 20 Sekunden spielen lassen. Dann geht ihr aus dem Menü raus, ins Hauptmenü der PlayStation und drückt auf Anwendung beenden. Dann fehlt euch zwar natürlich die Vertragskarte für das Spiel, die läuft dann weg, aber die Mannschaft hat ein Spiel gemacht. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass ihr kein Spiel verliert. Ihr könnt natürlich auch den Anstoß machen und einfach auf Abbrechen, auf Aufgeben drücken.
Dann habt ihr allerdings kein Win, ihr habt dann die Niederlage stehen. Finde ich blöd, deshalb machen wir es nämlich mit Anwendung schließen. Ich werde es jetzt auch machen, bis ich es habe. Dann werde ich weiter die Packs weiter hoch machen. Vielleicht kriege ich noch 30 hin, ich weiß es noch nicht. Ich habe eh noch ein bisschen was zu tun. Ihr könnt auch nochmal hier gerne gucken, was ich bis jetzt gemacht habe. Hier fehlt mir im Online-Modus noch ein Spiel, 180 Punkte. Ihr seht, ich habe fast Level 20 erreicht, das werde ich auch schaffen. Mit der Bundesliga fehlt mir noch ein Spiel, das habe ich eben verkackt gehabt. Sonst hätte ich das ja auch geschafft, weil die Karte will ich ja auf jeden Fall mitnehmen. La Liga habe ich keine neuen Erstbesitzer. Und hier habe ich 11 Engländer. Könnte ich zusammenkriegen, 4 davon Erstbesitzer. Da wird es schon wieder schwieriger. Hier habe ich nichts, hier habe ich nichts, hier habe ich jetzt... Kann ich nichts machen. Chemie-Upgrade, setze ein Chemie bei deinem Spieler ein, gibt 300 EP. Wenn ich es am Ende brauche, mache ich es. Ansonsten, ich weiß es noch nicht. Sieh da fehlt mir noch das Volley-Tor. 300 EP. Das hier will ich auf jeden Fall noch machen, die 13 Spiele. Aber nicht wegen den Aufgaben hier, sondern tatsächlich wegen den Meilensteinen. Da bin ich mich jetzt... League gibt es jetzt auch... Das wusste ich noch gar nicht. Warum gibt es eigentlich noch keine Bundesliga? Also Ligue 1 gibt es jetzt auch mit 2 Spielerpacks. Bei 2 separaten Rivals-Siegen ein Tor mit Paris-Spielern. Da muss ich aber wieder das Spiel gewinnen, das ist blöd. Bei 2 separaten Rivals-Siegen ein Tor mit Barca-Spielern. Das ist doch auch wieder blöd, weil man das Spiel gewinnen muss. Hier unten, das mit Serie A finde ich viel besser... Weil man muss einfach nur in 3 Spielen ein Tor schießen. Und mit England ist halt am allerbeschissensten, weil du musst mich... Okay, ein Tor schießen bei dem Sieg. Ich dachte, 2 Tore schießen, das hätte mich dann immens aufgeregt. Aber hier versuche ich noch so ein bisschen was zu machen bis zum 6. Ich weiß nicht, ob ich es am 6. dann direkt hochmache, das große Pack-Opening. Oder ob ich halt nochmal warte, bis die... Donnerstag die ganzen Packs nochmal dazukommen, weiß ich noch nicht. Werde ich mir überlegen und werde euch mit ins Boot nehmen. Aber auf jeden Fall, ihr wisst ja, ich hole mir jetzt das Pack dann natürlich mit dieser Methode. Und das wird uns dann noch ein Pack dazugeben. Ich will nochmal gucken, was es tatsächlich gibt. Da werde ich euch jetzt nicht nochmal reinholen. Okay, es gibt 13.000 Münzen und ein Trikot. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Und hier gibt es auch ein seltenes Megapack, das will ich auf jeden Fall haben. Und dann sind wir gut gewappnet für ein geiles Pack-Opening.